Yo, hey Leute, was geht ab? Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute haben wir es den 29.11.2015, das heißt heute ist der erste Advent und ich dachte mir so zum Ende des Jahres hin beglücke ich euch einfach nochmal mit ein paar Velcro-Videos, so es wird ja auch kälter und man sitzt mehr zu Hause, da kann man sich auch schon mal gerne ein paar Videos von mir geben, die auch etwas länger sind und ja, ich muss sagen, ich war so letztens auf meinem Kanal. Ich schaue so mir die Zahlen an und ich habe gesehen, das hat mich fast schockiert, aber ich habe gesehen, dass ich fast 20.000 Abonnenten mittlerweile gesammelt habe und das ist echt schon eine krasse Zahl. 20.000 ist schon heftig. Also ich habe sie noch nicht, aber ich sag mal so, es wird bald passieren und dann habe ich auch noch weiter so auf meinem Kanal mir die anderen Videos angeschaut, die ich so hochgeladen habe und dann ist mir aufgefallen, dass ein Video auch fast mittlerweile 70.000 Aufrufe hat und das ist natürlich schon irgendwo ein krasser Motivationsfaktor, so für mich jetzt auch. Weil wenn ich mir so überlege, es geht ja in dem Video eigentlich um mich und meine Story und wenn ich mir so überlege, dass Leute sich diese Videos weiterschicken, so nach dem Motto, Alter, guck dir mal diesen Vollspast an, was der hier labert und dann da so ultra viele Leute draufklicken, das ist einfach nur heftig. Und man kann sich das, wenn man selbst keine YouTube-Videos macht, gar nicht vorstellen, aber es ist schon eine ungemeine Motivation auf jeden Fall. Ja, das kann man, denke ich mal, so festhalten. Mir fällt das auch immer so auf, wie viele Leute mich eigentlich kennen, wenn ich irgendwie so unter anderen Videos mal ab und zu einen Kommentar schreibe. Dann, es dauert keine 5 Minuten, bis der Erste kommt und schreibt so, yo, Velcro, mach mal wieder ein Video und so weiter. Ja, und deswegen möchte ich diesem Wunsch heute mal nachkommen. Es gibt heute wieder eine neue Episode Drug Journal und wir werden über Salvia reden. Also Salvia Divinorum. Ich werde ganz kurz am Anfang so ein bisschen was über die Substanz an sich erzählen, wie ich es eigentlich fast immer mache. Und danach, ja, werdet ihr meine Story hören, was so bei mir beim ersten Mal passiert ist. Und zum Schluss gibt es dann auch definitiv noch ein kleines Fazit zu dem Ganzen von mir. Salvia kann man, denke ich mal, schon so zu den stärksten, natürlich vorkommenden halluzinogenen Substanzen zählen. Ja, es gibt ja einmal diese Salvia-Blätter, die man rauchen kann, die durchaus auch schon eine krasse Wirkung haben können, aber ich glaube, die sind eher noch so ein bisschen von der Wirkung her, also nicht so stark wie diese ganzen Extrakte, die angeboten werden. Also es gibt auch Extrakte, dazu werde ich nämlich später noch ein bisschen was sagen, weil wir das auch ja beim ersten Mal quasi benutzt haben. Aber grundsätzlich wird Salvia, also ist dieser Stoff an sich natürlich vorkommend und wird dementsprechend auch nicht synthetisch hergestellt. Und das ist natürlich schon eine sehr interessante Sache, wobei ich lange Zeit gar keinen Plan hatte, was das überhaupt ist. Ich kann mich an eine Story erinnern, also wie ich davon zum ersten Mal erfahren habe. Wir saßen irgendwann mal so bei uns im Stadtpark und wir hatten irgendwie eine 3-wöchige Kifferpause oder so und dann haben wir uns richtig viel Gras geholt, haben uns dann eine neue Bong irgendwie gekauft und uns ja auf die Parkbank gechillt und das ganze Gras weggeraucht. Und dann kann ich mich erinnern so an eine Situation, wo ein Kollege von mir auf der Bank sitzt, so ausatmet, dann 10 Minuten irgendwie erstmal die ganze Zeit nichts sagt und nach 10 Minuten einfach aufsteht und sagt, oh mein Gott, so müssen sich die Leute auf Salvia fühlen. ich habe zu dem Kommentar natürlich nichts gesagt, weil ich den Stoff nicht kannte und dann bin ich am Ende des Tages nach Hause gefahren und habe mich im Internet erstmal über Salvia erkundigt und so die herkömmlichste, wie soll ich sagen, die herkömmlichste Konsummethode ist, denke ich mal, das Rauchen der Substanz und das haben wir auch gemacht. Man kann es, glaube ich, auch oral konsumieren, aber ich bin mir nicht ganz sicher gerade, aber ich glaube schon. Aber grundsätzlich wird das meistens eher geraucht, zum Beispiel in einer Bong oder so. Und es hält auch nicht so lang. Ja, also es hält vielleicht so maximal 15, 20 Minuten, wenn es hochkommt. Und dann, das hat schon so ein bisschen mein Interesse gewirkt, weil ich dachte so, okay, das dauert nicht allzu lang, das kann man durchaus mal ausprobieren. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, auch nicht so krass viel Erfahrung mit psychedelischen Substanzen. Ich wusste nur, dass diese ganzen anderen Sachen wie Pilz und LSD und so lange dauern und ich dachte mir, okay, das wäre vielleicht mal so eine Sache, die könnte man mal so zwischendurch machen, habe ich mir gedacht und es kam aber irgendwie die ganze Zeit keine passende Situation, wo wir das irgendwie verwenden konnten. Wir haben uns dann erstmal so natürlich ein bisschen erkundigt und vor allem ich habe mir bestimmte Videos auf YouTube angeschaut. Es gibt ja unglaublich viele Videos, wo Leute dieses Zeug sich quasi reinziehen,
so voll viele Teenager machen das dann irgendwie, ziehen sich das irgendwie auf der Schultoilette oder so rein und dann trippen die da irgendwie Viertelstunde oder so rum. Da gibt's unendlich viele Videos auf YouTube von. Aber genau zwei Sachen sind mir irgendwie im Kopf geblieben. Es gab ein Video, wo irgend so ein fetter Dude auf so einem PC-Stuhl sitzt und dann gibt's, glaube ich, einen Kameramann und noch so einen Typ, der daneben steht. Und die haben ihm halt diese Bon gebracht mit diesem Salve-Extrakt, aber es war ein sehr, sehr, sehr starkes Salve-Extrakt. Ich glaube mal 60 oder so, ich weiß es gerade gar nicht. Und er hat sich das durch die Bon gezogen. Und dann, der Kameramann hat 15 Minuten auf den Typen gefilmt. Der hat sich wirklich nicht bewegt. Der hat nur so von links nach rechts geguckt, so mit mega großen Augen. Und hat gesehen, der ist nicht mehr in dieser Welt. Und als er dann wieder zu sich gekommen ist, hat diese andere Person ihn halt gefragt so, und wie war's? Und er hat dann irgendwie sowas geantwortet wie, ich war 15 Minuten tot oder so. Und da hat schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, mein Interesse für die Substanz zugenommen. Ja, ich liebe ja so einen abgefuckten Scheiß quasi. Und da habe ich noch ein Video in Erinnerung. Das habe ich mir danach angeschaut. Da ist so ein Typ, der smoked Salvia durch die Bong. Und dann irgendwie so nach, ich weiß nicht, nach ein paar Minuten rastet der völlig aus. So kriegt voll die Panikattacke und klettert auf einmal aus dem Fenster raus. Und ich denke mir so, Alter, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Und er hatte auch ein sehr, sehr, sehr starkes, ich weiß gar nicht, bis welche Zahl diese Extrakte gehen. Ich glaube, das geht schon in den 100er-Bereich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir für den Anfang, als wir uns dann entschieden haben, das zu machen, was Kleineres besorgt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist schon ein Weilchen her, als wir das gemacht haben. Aber ich glaube, das war irgendwas von zwischen 10, 15, 20er Extrakt. Und ihr könnt mir eins glauben, man denkt jetzt vielleicht so, wenn man die Zahlen hört, so 60er Extrakt und so, man denkt vielleicht, okay, das ist nichts, aber glaubt mir, wenn ihr die richtige Menge da reinpackt in die Bong und das richtig erhitzt, ihr seid weg. Ihr seid komplett weg. Und das wussten wir nicht. Deswegen dachten wir, ja, okay, das passt schon, so ein niedriges Extrakt, da wird schon nicht so viel passieren. Ja, das war natürlich vollkommen falsch. Aber gut, dazu gleich mehr. Irgendwann mal hatte, also für Leute, die meine Storys schon ein bisschen länger verfolgen, ich habe ja so ein paar Charaktere in die Storys eingebaut und denen dann so Namen gegeben. Und ein Charakter war zum Beispiel Benjamin. Und Benjamin hatte zu dem Zeitpunkt, wo wir das machen wollten, Geburtstag. Und der war dann bei uns. Und zufälligerweise hatten wir echt Glück, weil von einem Kollegen von mir, die Freundin, die war mit ihren Eltern im Urlaub. Ja, und dann hat sie ihrem Freund gesagt, sie hat den Schlüssel gegeben und hat gesagt so, yo, pass mal hier auf mein Haus auf, gieß mal die Pflanzen, pass auf meine Haustiere auf und so weiter. Und auf welche dumme Idee man natürlich nicht kommen kann, ja, ist, dass der Typ seine Kollegen einlädt, wir alle zu ihr ins Haus gehen, während sie mit ihren Eltern im Urlaub ist und wir uns dort irgendwie eine Woche lang mit den unterschiedlichsten Drogen wegballern. Wir haben da wirklich alles genommen. Ich kann mich erinnern, Pilze war dabei. Wir haben LSD genommen, Ecstasy, also MDMA, ultra viel gekifft auch und natürlich eben Salvia. Ich habe das so ein bisschen als, ich wollte das so ein bisschen als kleines Geburtstagsgeschenk für Benjamin tarnen und deswegen haben wir uns das besorgt. Das ist ja in Niederlanden ist das, glaube ich, legal mit, also es ist noch legal, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher an der Stelle, aber ich glaube, es ist noch legal. Und dann haben wir uns das dort besorgt, ja, und dann kam es irgendwann mal an nach ein paar Tagen und das war, ja, das kam in so einer kleinen Tube, die konnte man oben aufschrauben, war durchsichtig und da war so eine Pappe drum und wir haben das, also als wir dann, ich habe das, bevor wir da hingefahren sind zu diesem Haus, habe ich das einmal also auf den Tisch ausgebreitet und es sah ähnlich aus wie, ich kann mich erinnern, dass es ähnlich aussah wie irgendwie so Tee oder schwarzer Tee oder sowas und es hat auch ähnlich gerochen. Also das Extrakt hat so echt ziemlich teeähnlich gerochen, daran kann ich mich erinnern und ja, ansonsten sah es eigentlich relativ unspektakulär aus. Es war schwarz, ja, habe ich mir nichts Großartiges bei gedacht, habe ich das wieder in die Tube gepackt, in den Rucksack und dann haben wir uns an einem Abend, ja, quasi dann getroffen. Wir sind dann zu diesem Haus gefahren und ihr müsst wissen, das Haus ist eigentlich an der Hauptstraße. So, und wenn man die Hauptstraße entlangläuft und dann rechts irgendwann in das Haus geht, so man denkt, okay, es ist vielleicht echt ein bisschen nervig an der Hauptstraße oder so, aber wenn man reinkommt, ist man direkt abgeschottet und man ist wie in so einer anderen Welt. Und das war so eine,
es hatte irgendwie so ein, wenn man da reinkam, hat es so ein höhlenartiges Feeling, so als würde man in so einer Höhle sitzen und dann, es waren noch so ganz, ganz dunkle Farben in dem Haus, nur so relativ gemütlich eingerichtet, auch so relativ warmes Licht und so weiter und es war auch schon ein bisschen dunkel. Aber was wir natürlich, aber ich würde jetzt mein Haus jetzt nicht so einrichten, aber ich fand es vor allem für solche Erfahrungen, sag ich mal, echt mehr als perfekt sozusagen. Und es war ja auch quasi dann eine Woche in Anführungsstrichen unser Haus, also es hat uns keiner gestört und so weiter, deswegen hat das ganz gut gepasst. Und ich kam dann da an, wir so, ja, nice, Weed dabei und so, das war glaube ich der erste Tag. Und da hatten wir die anderen Sachen noch nicht genommen und so weiter. Und dann begrüßt sich Benjamin und wir sitzen dann alle so und ich meinte so, ach ja, Benjamin, ich habe doch ein Geschenk für dich. Und er guckt so verwundert. Ich hole das dann aus meinem Rucksack, das Geschenk in Anführungsstrichen, gib ihm das. Und alle gucken so drauf und so, hey, was ist das? Und ich so, ja, Salvia, ich dachte, wir probieren das mal aus. Und ich hatte dadurch, dass ich das gekauft hatte, so einen kleinen Joker, das heißt, ich musste nicht zuerst dran, ich habe auch schon gesagt, so, ja, ich habe das gekauft, wir werden das auch alle machen, wir hatten ja Interesse daran, aber ich werde es nicht zuerst machen. Und dann saßen wir dort auf dieser Couch, ja, wir hatten das in der Mitte auch auf so einem Tablett ausgebreitet, haben irgendwie 10 Minuten drauf gestarrt und so, drüber unterhalten und so weiter, währenddessen lief noch der Fernseher im Hintergrund und wir haben uns die ganze Zeit überlegt, okay, wer macht jetzt zuerst? Und ja, wir haben dann echt nochmal eine weitere Viertelstunde oder so diskutiert, bis wir dann irgendwann mal so Benjamin mehr oder weniger dazu gezwungen haben, weil es ja sein Geschenk war quasi. Und ich bin echt froh, dass ich das nicht zuerst gemacht habe, weil die Situation war ein bisschen komisch. Ich werde euch jetzt mal sagen, wie wir das gemacht haben. Also, wir hatten halt so eine Bong da, die haben wir befüllt. Ich weiß nicht, wie viel wir reingetan haben, ich kann das euch echt nicht sagen. Es war auf jeden Fall ausreichend. So viel kann man, denke ich mal, festhalten. Und wir haben uns dann, weil wir das Haus natürlich nicht irgendwie, wie soll ich sagen, wir wollen das natürlich nicht irgendwie beschmutzen oder so, deswegen haben wir gesagt, okay, wir rauchen draußen, wir haben auch draußen gekifft und so weiter, damit die Bude, wenn seine Freundin da zurückkommt, nicht voll nach Gras riecht und nach irgendwelchen anderen komischen Sachen, die wir uns da reingezogen haben. Deswegen, ja, haben wir einen Stuhl genommen, den an die Balkontür gestellt. Und Benjamin hat sich auf den Stuhl gesetzt, sodass er quasi den Rauch ausatmen konnte aus dem Balkon. So, ihr müsst wissen, es war schon draußen dunkel. Ja, drin dieses relativ warme Licht. Und dann haben wir es so gemacht, dass einer die Bong gehalten hat. Der stand dann links von Benjamin. Und einer hat ein Feuer gehalten, der stand rechts. Und ja, wie gesagt, wir haben natürlich auch nochmal ein bisschen hin und her überlegt, so wie machen wir das jetzt so. Ja, wir mussten das natürlich ein bisschen koordinieren. Und dann kam es dazu, dass wir das halt gemacht haben. So, Benjamin hat sich hingesetzt. Wir haben das Ding angemacht und ja, er hat einen ganz, ganz, ganz schön kräftigen Zug genommen, den echt, ich glaube, eine halbe Minute oder so drin gelassen. Und er hat ausgeatmet, aber ich habe schon gemerkt, so, bevor er das ausgeatmet hat, so, ihm ist, glaube ich, schon echt ganz anders, so, sein Blick hat sich echt schon ein bisschen verändert. Und dann irgendwie so, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so später, habe ich ihm in die Augen geschaut und dieses Gefühl kennen vielleicht nicht viele Leute, aber es ist so, wenn ihr der Person in die Augen schaut, so, und der voll woanders ist, man sieht das. Ja, man hat einfach gesehen, wie er in einer komplett anderen Welt ist. Und wir wussten halt nicht, was wir machen sollten, weil er die erste Person war, wir wussten nicht, wie sich das anfühlt. Deswegen haben wir die ganzen Sachen weggenommen und wir haben ihn die ganze Zeit gefragt, so, ja, was sollen wir machen, was sollen wir machen, wie können wir dir helfen gerade, so, weil er sah echt sehr, 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 sehr unglücklich aus mit der Situation. Und dann haben wir Folgendes gemacht, und das hat sich auch später als Fehler herausgestellt. Wir haben den so unter die Arme gegriffen und wollten den zurück vom Balkon zur Couch schleifen quasi. Und mittendrin ist er stehen geblieben und er konnte sich gar nicht koordinieren. Er wäre ohne unsere Hilfe fast immer die ganze Zeit umgefallen. Er konnte auch nicht reden, er hat die ganze Zeit so richtig wirre Sachen gesagt, so einzelne Wörter, die überhaupt keinen Zusammenhang hatten. Und er hat sehr, sehr verängstigt geguckt. So, ja, tut mir leid, ich wurde gerade eben unterbrochen, deswegen musste ich die Aufnahme kurz anhalten, aber jetzt geht's weiter. Okay, ich glaube, wir waren stehen geblieben, dass wir Benjamin weiter zur Couch begleiten wollten. Und wir haben ihn natürlich versucht, hinten zu stützen die ganze Zeit, sonst wäre er nach hinten geflogen. Und ich glaube, das war so im Nachhinein keine gute Idee, weil, er stand dann in der Mitte des Raums, hat die ganze Zeit ganz komisch geguckt und war voll verwirrt durch diese Bewegungen.
Also er konnte das gar nicht zuordnen und hat die ganze Zeit gesagt, also der hat die ganze Zeit irgendwas genuschelt, aber man hat das nicht richtig verstanden, was er meinte. Und ja, irgendwann mal haben wir es dann geschafft, ihn zur Couch zu begleiten, und dann nach weiteren 10 Minuten oder so hat er angefangen dann zu reden, und dann meinten wir so, ja, ist wieder alles okay? Und er hat dann so geguckt und meint so, ja, ich glaube, es ist wieder einigermaßen okay. Und dann waren wir natürlich schon mal etwas beruhigt. Okay, wir haben ihn natürlich gefragt, so, wie war es für dich? Wir konnten natürlich die Antwort schon erahnen, aber er meinte so, ich möchte darüber nicht reden. Ich kann euch empfehlen, macht das ruhig, aber es wird euch sehr schockieren. Ja, das ist natürlich eine perfekte Voraussetzung, um in so eine Erfahrung reinzugehen, sag ich mal. Und dann ist was Komisches passiert. Die zweite Person war dran von uns. Und ja, wir haben das jetzt allerdings so gemacht, weil Benjamin dann auch noch nach dem Trip erzählt hat, so, dass es keine gute Idee war, sich ans Fenster zu setzen mit einem Stuhl und so weiter. Und deswegen haben wir das versucht, dann beim nächsten Mal einfach auf der Couch zu machen. So. Und es hat auch nicht so stark gesmellt oder so. Also es ging, denke ich mal, fit. Man hat es danach auch gar nicht gerochen. Deswegen haben die nächsten Personen das einfach auf der Couch gemacht. Das war natürlich schon ein Vorteil. Und die nächste Person war dran. Und nach einer Minute oder so, nach dem Ausatmen, war es übertrieben krass, weil dann mein Kollege einfach angefangen hat, so krass zu lachen. Also es war echt heftig. Man hätte meinen können, er hätte irgendwas anderes genommen. Weil ich konnte das auch gar nicht verstehen. Gerade so dieser Kontrast dazu, was gerade passiert ist, diese unglaubliche Horrorerfahrung und dann auf der anderen Seite dieses übertriebene Lachen. Und es hat dann relativ schnell aufgehört, weil er hat das Ganze nicht so gut eingeatmet. Das heißt, das war nicht so so ein heftiger Trip, aber er meinte so, mach das auf jeden Fall, das ist so funny. Und dann war ich natürlich ein bisschen, auf der einen Seite ein bisschen beruhigt, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir schon so gedacht, okay, es kann auf der einen Seite diese Einrichtung einschlagen, dass es sehr, sehr Horror-Trip-mäßig wird, oder auf der anderen Seite natürlich eine gute Erfahrung. Und dann muss man natürlich schauen, so, man weiß natürlich nicht, wie lenkt man das jetzt, ja, wenn man das noch nie gemacht hat. Und ich muss sagen, man kann es auch nicht lenken, aber es gibt auf jeden Fall diese zwei Richtungen. Okay, dann, ich glaube, warte, wer war da dran? Wer war dann dran? Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, die Reihenfolge. Ach ja, okay. Dann war noch ein Kollege vor mir dran. Das war der, also der Freund von dieser einen Freundin, die uns das Haus quasi unfreiwillig ausgeliehen hatte. Und es war echt auch ganz absurd. Der hat auch übertrieben angefangen zu lachen, ist durch den Raum gehüpft und ist einmal erst hingeflogen auf die Fresse, weil er die ganze Zeit so rumgerannt ist und rumgesprungen, und dann ist er hingeflogen und er wäre fast mit dem Kopf gegen so ein scheiß Regal geflogen. Das sah echt sehr gefährlich aus. Und er kam dann auch irgendwie relativ schnell runter, es war auch nicht so hart bei ihm. Und er meinte so, ich habe mich gefühlt wie so eine Golden Gate Bridge oder irgendwie sowas hat er gelabert. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Ich so, hey, was erzählst du da? Er meinte so, ja, ich habe mich so lang gezogen gefühlt und so. Also ganz, ganz wir irgendwie, keiner konnte das richtig so beschreiben, so, es war auf der einen Seite so, dass Benjamin, der das am Anfang gemacht hat, da immer noch so voll verängstigt saßen und die beiden haben die ganze Zeit so voll abgegeiert und so, und ich wusste gar nicht, was ich jetzt davon halten sollte, so, und ich habe mir dann so gedacht, okay, es liegt wahrscheinlich eher an dem Setting, dass er das da in dieser Dunkelheit gemacht hat, an dem Fenster da, und ja, ich glaube, dann war ich an der Reihe. Bei mir lief das leider ein bisschen schief. Wir haben zu spät eingesehen, dass man eigentlich nicht zwei Leute dazu braucht, die einem, also dass einer die Bong hält und einer anzündet, weil man das eigentlich locker schafft, das Ganze abzustellen und dann sich zurückzulehnen. Also es kickt ja nicht so instant in, es hat schon so eine Verzögerung von ein paar Sekunden. Also das schafft man schon. Und deswegen haben wir das so gemacht, dass es auch bei mir also eine Person die Bong halt festgehalten hat und die andere angezündet hat. Aber das Problem war, das Feuer hat nicht richtig funktioniert und die Person, die es angezündet hat, hat das nicht richtig gesehen. Das heißt, der Rauch war schon in der Bong. Ich dachte, okay, jetzt geht's los. Ich habe den einen inhaliert und dann habe ich gesehen, dass voll viel noch von der Substanz übergeblieben ist. Und dann habe ich das so provisorisch nochmal versucht, so schnell eben das Feuerzeug wegzunehmen, dann noch einen zweiten Hit zu nehmen. Hat auch noch so halb geklappt. Und dann habe ich die weggestellt und ja, dann, meine Freunde, dann fing mein Trip an. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist nach ein paar Sekunden, ich habe hochgeguckt in die Runde, alles war normal. Dann habe ich irgendwie auf den Boden geguckt, so für 10 Sekunden oder so.
Dann habe ich hochgeguckt und auf einmal habe ich gemerkt, so irgendwie fühlt sich das alles sehr komisch an. Ich habe mich nicht so richtig da gefühlt. Und dann fing es an, dass auf einmal so, ich habe dann quasi so auf den Boden gestarrt und auf einmal war es so, dass ich so quasi Energiewellen von vorne wahrnehmen konnte. Die sind so immer so wellenartig gekommen, wie, ihr müsst euch vorstellen, wie so Wellen am Meer quasi, aber so als Energie. Und ich habe die immer so wahrgenommen, wie die gegen meinen Körper so geströmt sind. Und ich wollte die ganze Zeit mit der Hand, wollte ich diese Wellen quasi festhalten und greifen. Und dann kann ich noch so aus dem Augenwinkel, Augenwinkel ist jetzt das falsche Wort. Wie sagt man das? Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Auf jeden Fall, so habe ich das gerade noch so mitbekommen, dass eine Person neben mir gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es von den ganzen Leuten waren, die um mich herum saßen, aber einer meinte so, was macht er da? Es sieht so behindert aus. Und ja, ich habe wie gesagt ganze Zeit versucht, diese Energiewellen zu greifen. Und dann hat sich das so angefühlt. Ich saß ja auf der Couch quasi und wurde übertrieben in den Sessel gedrückt. Und es hat sich so angefühlt, als würden so, ich weiß nicht, so 10.000 Hände oder so mich nach hinten ziehen. Quasi, als würde ich die ganze Zeit nach hinten fallen, obwohl es nicht der Fall war. Es hat sich so angefühlt, als würde man quasi, so das kann ich mich noch erinnern, so am Kopf so nach hinten gezogen werden, als würde so eine Hand irgendwie quasi so einen Kiefer von hinten packen und dann das immer so weiter schichtweise nach hinten ziehen. Und man hat sich die ganze Zeit so gefühlt, als würde man nach hinten kippen, also ich zumindest. Ja, so ganz absurder Scheiß. Und ich habe mich auch gar nicht mehr real gefühlt und nicht da. Das Problem war, der Fernseher lief noch und das war so ein ganz, ganz komischer Ton die ganze Zeit dort. Also, ich weiß nicht, die Playstation oder so war noch an. Und dieser Ton, das war so ein Piepsen und das hat sich so metallisch angehört und also es hat mir sehr, sehr Angst gemacht. Es war sehr, sehr gruselig. Und die ganzen Gesichter, ihr müsst euch vorstellen, wir saßen ja in diesem Kreis da im Wohnzimmer. Und die ganzen Gesichter, die um mich herum waren, haben sich so einmal so im Kreis gedreht. Also ich kann, also am besten könnt ihr euch das vorstellen, ihr kennt doch wahrscheinlich so irgendwelche Filme oder so, wo dann irgendwie, irgendwelche Horrorfilme oder so, wo dann irgendwie so ein Serienkiller oder so in so ein Haus geht und dann, oder keine Ahnung, irgend so eine unschuldige Person in so ein Haus geht und dann da so ein Fernseher an ist und dann dieses Bild immer so von unten nach oben rollt, quasi so ein, ihr wisst, was ich meine, ich denke, es sollte klar sein. Auf jeden Fall, so habe ich die Person gesehen, nur nicht von oben nach unten, sondern so von links nach rechts. Und dann ist es so passiert, dass zum Beispiel die Person, die ich links gesehen habe, auf einmal rechts gesehen habe, also die links saß. Und dann hat sich das Ganze halt so gewirbelt. Und ja, das Bodyfeel war auch sehr, sehr komisch. Also es war so ein richtig weirdes Bodyfeel. Also nicht angenehm oder so, sondern einfach nur komisch. Ich habe mich so fremd gefühlt irgendwie. Das Ganze hielt auch nicht lang an, muss ich sagen. So circa, ich weiß nicht, 5 bis 10 Minuten, bei mir war es relativ schnell um. Und dann war der Afterglow sehr, sehr komisch. Ich saß da zwar, als ich dann runterkam und sich das alles wieder so normalisiert hat, ich saß dann zwar da, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, es hat irgendwas nicht gestimmt, so. Als wäre mein Geist quasi aus dem Körper und irgendwie noch eine andere Person, die daneben saß. So hat sich das irgendwie angefühlt, also als wäre ich nicht ich selbst. Ich musste dann nach dem Trip auch, das musste mein Kollege auch machen, der gleich noch dran kommt. Nach dem Trip musste ich auch in den Spiegel gucken, um zu sehen, dass ich noch wirklich ich bin. Also ich kam mir selbst irgendwie so fremd vor vom Körpergefühl her. Und es war echt ganz, ganz, ganz komisch. Und ja, dann kam die letzte Person dran. Ja, mein Kollege. Nino, genau. Kennen auch vielleicht noch einige aus den alten Stories. Und er hatte dann alleine die Bong gehittet, hatte allerdings nicht so einen starken Trip. Ja, er hat gesagt, so war ganz lustig und so, aber war jetzt nicht allzu krass bewusstseinsverändert und so. Er hat das, glaube ich, auch nicht lang genug drin gehalten. Nur müsst ihr wissen, bei Salvia ist es so, dass Salvia quasi eine Reverse Tolerance hat. Also ihr kennt das ja, wenn ihr zum Beispiel 2 Wochen hintereinander MDMA nehmt. Und dann die zweite Woche merkt ihr schon so, okay, man muss viel, viel, viel mehr nehmen, um den gleichen Effekt zu erreichen. Ja, und das gleiche ist auch bei Acid zum Beispiel so. Bei Salvia ist es genau andersrum. Wenn man das quasi direkt danach macht, dann hat man eine viel, viel, viel geringere Schwelle. Das heißt, also ein Bruchteil davon, was ihr davor geraucht habt, knallt euch viel, viel, viel höher raus. Und ja, ich glaube, uns war nicht so ganz bewusst, wie stark das doch sein kann. Und deswegen haben wir gesagt, okay, Benjamin macht das noch einmal und Nino noch einmal, weil Nino es nicht so richtig gefühlt hat und Benjamin halt diesen Horrortrip hatte.
Und wir saßen dann da so, haben erstmal noch ein bisschen Fernsehen geguckt oder so, damit wir ein bisschen runterkommen, haben noch ein bisschen über die Experience geredet und so weiter. Haben dann draußen noch richtig viel Bon geraucht, so, also Weed. Und das Feeling, also ich muss sagen, nach Salvia Weed war echt übertrieben geil. Das hat sich sehr, sehr, sehr euphorisch irgendwie angefühlt. Und man war auch sehr aktiv. Also man war nicht so schläfrig und down und niedergeschlagen, sondern durchaus relativ aktiv und so weiter. Deswegen, ja, hat das auf jeden Fall sehr gebockt noch, zu kiffen dazu. Und dann saß ich irgendwie auf der Couch und habe mich dann mit einem Kollegen unterhalten. Und währenddessen haben Nino und Benjamin die zweiten Köpfe geraucht, beide relativ gleichzeitig. Und ich kann mich nur erinnern, dass Benjamin so links von mir saß, also er lag da auf der Couch, hat sich die ganze Zeit nicht bewegt, hat nichts gesagt und ich weiß auch bis heute nicht, wie es für ihn war. Ich glaube, es war mindestens genauso schlimm, weil er hat den gleichen Blick aufgehabt, nur dass er dann da auf der Couch saß. Und Nino, der hat das geraucht und der hat dann quasi den Rest noch weggeballert. Es war noch ziemlich viel und es war ihm nicht so ganz bewusst mit dieser, also er wusste zwar, dass es diese Reverse Tolerance gibt, aber ich glaube, es war ihm nicht bewusst, wie stark das sein kann. Und dann hat er das genommen und ihr kennt das ja vielleicht in so auch nochmal hier so eine Film-Reference. Ihr kennt das vielleicht in so Comedy-Filmen oder so, wenn man dann irgendwie, wenn die Kamera auf eine Person fokussiert ist, also ich in dem Fall auf meinen Kollegen, der vor mir saß auf dem Stuhl, ich saß auf der Couch, und dann der Hintergrund unscharf ist, aber im Hintergrund eigentlich die Hauptaktion stattfindet, dass dann irgendwas Lustiges passiert und so weiter. So hat sich das nämlich bei mir angefühlt in dem Moment. Ich saß dann quasi da und ich habe mich unterhalten und währenddessen ist Nino die ganze Zeit hinten im Raum rumgesprungen und hat die ganze Zeit so die Hände vor den Kopf gehalten und dann die ganze Zeit so gesagt so, ach du Scheiße. Aber das kam mir so weit weg vor, weil ich so in dieses Gespräch halt vertieft war, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe, versteht ihr? Und er ist dann die ganze Zeit so hinten rumgesprungen und ich so, dann irgendwie nach 5 Minuten bemerke ich eigentlich, dass der da übertrieben am Uptrippen ist und dann ist mir das erstmal so aufgefallen und ich so, guckt mal, der springt da die ganze Zeit rum und bei Nino war es dann beim zweiten Mal extrem heftig, ich glaube, das hat auch 20 Minuten gedauert und er hatte einen kompletten Breakthrough, also es gibt bei Salvia quasi noch so einen Breakthrough, dass man, wenn man das raucht und richtig inhaliert und so weiter, dass man dann quasi nichts mehr von dieser Welt, wie sie es so wahrnimmt. Und das hatte er. Und ja, ich habe mir dann auch noch sehr, sehr oft nach diesem Abend Stories halt davon so angehört von ihm, was er mir so erzählt hat. Und ich kann es leider nicht genau wiedergeben, weil ich es auch in dieser Intensität nicht selbst erlebt habe. Aber er hat mir dann irgendwas von irgendeiner Zwergenstadt erzählt und dass sich die ganze Welt wie so ein Reißverschluss oder so aufgeschlossen hat oder aufgemacht hat und dann er in so einer, also es ging quasi irgendwie so, er meinte irgendwie so ein Reißverschluss so nach oben oder so, keine Ahnung, und dann war er irgendwie in so einer Zwergenstadt und alles bestand aus kleinen Wichteln und die haben die ganze Zeit so eine eigene Stadt gelebt so und ganz, ganz, ganz wirres Zeug. Also ich kann es euch leider nicht genau wiedergeben, weil er erzählt ab und zu so davon, aber so richtig verfolgen kann ich das natürlich nicht, weil ich das so krass nicht erlebt habe. Aber ich weiß schon ungefähr so, denke ich mal, in welche Richtung das geht. Und ja, das war's eigentlich auch schon soweit. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wir waren nach diesem Abend irgendwie komischerweise echt gelassen und gut drauf. Wir sind dann noch zu einer Freundin gegangen auf so eine kleine, also es war keine Hausparty oder so, wir haben dann nur noch so gechillt mit ein paar Leuten bei ihr zu Hause halt im Room und die ganzen Weiber wussten halt nicht, was mit uns los ist, so weil wir da saßen und so völlig ausgelaugt und so und die dachten die ganze Zeit, dass wir irgendwie Teil oder so genommen haben und jetzt Calmdown waren oder so, aber das war ja nicht der Fall. Wir haben wahrscheinlich irgendwas geraucht, von was die wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gehört hatten. Aber wie gesagt, es ging uns echt sehr gut so, wir waren noch ziemlich high und haben dann auch noch ein bisschen was getrunken. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr entspannter Abschluss und sind dann auch mal irgendwann spät nachts nach Hause gewalkt und tja, das war eigentlich so meine erste Cyber-Experience. Also Fazit kann man sagen, es war durchaus schon sehr intensiv, muss ich sagen. Es hat mich schon sehr weggeknallt. Ich habe ja auch die Umgebung nicht mehr wahrgenommen, weil sich alles so gedreht hat und ich ganz halt so nach hinten gezogen wurde. Es waren sehr, sehr viele Gefühle quasi auf einmal, die man gar nicht jetzt so einzeln füreinander analysieren konnte. Und es war ja auch relativ schnell und es ist auch schon ein bisschen länger her, deswegen tut mir leid, wenn ich das vielleicht nicht so im allerschärfsten Detail gerade wiedergeben kann, aber so ungefähr, denke ich mal, sollte das den meisten Leuten von euch, die das schon mal genommen haben, bekannt vorkommen.
Und ja, Fazit kann man sagen, es war schon echt lustig so. Ich will die Erfahrung auch nicht missen. Also es ist halt eine Erfahrung so. Bei psychedelischen Sachen ist das immer so eine Sache. So Leute fragen immer, war es ein guter Trip, war es ein schlechter Trip? Kann man eigentlich meistens nie so genau sagen. So, es gibt immer bei solchen Sachen immer von beidem was. Und es ist einfach eine Erfahrung so, wo man durchgeht und dann am Ende so schlauer ist oder vielleicht ein bisschen erfahrener oder halt auch eben nicht. Ja, dass man das dann vielleicht nur so aus Joke nimmt. Ich kann echt nur empfehlen, so wenn ihr irgendwie das Interesse daran habt, das irgendwann mal zu machen oder so, macht's ja nicht in so einem Party-Setting oder so. Das kann sehr verstörend sein. Sucht euch lieber einen ruhigen Ort, chillt euch hin, ja, seid auf jeden Fall da gemütlich am Start und versucht das nicht irgendwie so zwischen Tür und Angel auf irgendeiner Party zu machen, wo 30 besoffene Vollidioten im Garten rumspringen oder so. Das ist keine gute Idee, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Weil es einfach dann zu viele Eindrücke auf einmal sind und man muss auch in der Situation erstmal auf sich selbst irgendwie so ein bisschen klarkommen. Ja, das war's soweit. Cyber so an sich, wir hatten das eigentlich geplant, nochmal irgendwann zu machen, weil ich wollte unbedingt auch diesen Breakthrough erreichen, ja, dass ich dann quasi auch komplett weggeballert bin. Kam mir leider noch nicht zu, wird denke ich mal so dann nächstes Jahr folgen, vielleicht mache ich dann nochmal ein Video. Und dann werde ich mit euch meine Erfahrung nochmal dazu teilen. Das Coole ist halt, dass das echt nicht so lange dauert. Ja, also Viertelstunde oder so, dann bist du damit durch. Dann hast du natürlich diese Gedanken den ganzen Abend so. Du denkst darüber nach, was dir gerade so widerfahren ist und so. Das ist ja bei allem so quasi. Aber das Coole ist halt echt, dass das so 15 Minuten sind und man kann dann auch mal eben kurz Nachmittag irgendwo sich bei einem Kollegen einlisten und das dann machen, so man braucht jetzt nicht zwei komplette Tage, so dann einen Tag, wo man das macht, dann irgendwie wie auf Acid 12 Stunden trippt und dann am nächsten Tag noch voll fertig ist und dann die ganze Zeit noch das braucht, um das zu verarbeiten und so weiter. Ich kann nur sagen, passt ein bisschen mit dem Scheiß auf, das ist schon echt sehr twisted und dunkel auch, dunkel. Viele bezeichnen das als die dunkle Schwester des DMTs, ja, und ja, das war es eigentlich auch schon soweit. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen, meine Freunde. Und ja, ich würde sagen, das nächste Video kommt dann die Tage oder die nächste Woche oder die nächsten Wochen online, je nachdem, wann ich Zeit finde. Und ich habe noch einige echt coole Sachen geplant. So was mir jetzt im Kopf schwebt, zum Beispiel Acid und Ritalin, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall noch machen will. Your Turn kommt ja auch noch. Ich hatte ja letztens das Infovideo hochgeladen, wo ich dann nochmal von euch ein paar Fragen gesammelt habe. Das kommt auf jeden Fall noch, meine Freunde. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns. Haut rein.